Ach, ich blick da nicht mehr durch. Die gehen jetzt auf jeden Fall. Kein Kampf. Stehen, Fremder! An diesem Ort lagern die Dalish. Ich schlage vor, er verschwindet, und zwar schnell! Es fällt mir schwer, das zu glauben. Was könnten wir Dalish mit einer Gruppe wie eurer zu schaffen haben? Ein grauer Wächter? Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt? Nein, das ist wahr. Vielleicht sollte ich den Hüter selbst entscheiden lassen. Ich schlage vor, dass ihr im Lager eure Hände bei euch behaltet und vergesst nie, dass unsere Pfeile auf euch gerichtet sind. Folgt mir! Wie sympathisch. Ich sehe, wir haben Gäste. Wer sind diese fremden Mithra? Ich habe heute ausgesprochen wenig Geduld und noch weniger Zeit für Außenstehende. Dieser hier behauptet, ein grauer Wächter zu sein und möchte mit dem Clan sprechen. Ich hielt es für das Beste, die Entscheidung euch zu überlassen. Das war klug von dir. Maserunners, Mithra. Du kannst auf deinen Posten zurückkehren. Manuvenin, Hüter. Gut. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Sethril, der Hüter dieses Clans. Sein Anführer und Bewahrer unseres alten Wissens. Und wer seid ihr? Oh, ein Schemlin mit Manieren. Interessant. Was führt euch hierher? Seid ihr hier, um Grinsebacke wie Joker, da. Ich habe die Fäulnis schon gespürt, die sich im Süden ausbreitet. Das Vorhandensein der Verderbnis ist nicht neu für mich. Wenn wir reisen könnten, hätte ich den Clan schon längst nach Norden geführt. Aber wie ihr seht, ist das leider nicht möglich. Ihre erste Reaktion auf Schwierigkeiten ist also die Flucht? Das ist merkwürdig. Ihr seid sicher wegen des Vertrags hier, den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Genau. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen vielleicht nicht halten. Das bedarf einer Erklärung. Bitte folgt mir. Unser Clan hat den Brasilienwald vor einem Monat erreicht. Wir kommen immer hierher, wenn wir diesen Teil von Raldens betreten. Wir sind immer auf der Hut vor den Gefahren des Waldes. Aber wir hatten nicht gedacht, dass die Werwölfe auf unsere Ankunft warten würden. Sie haben uns überfallen. Und obwohl wir sie zurückschlagen konnten, wurde großer Schaden angerichtet. Viele unserer Krieger liegen in Sterben. Trotz all unserer Magie und Heilkünste müssen wir womöglich unsere Brüder und Schwestern erschlagen, damit sie sich nicht in Ästchen verwandeln. Das Böse der Verderbnis muss aufgehalten werden. Aber wir können unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich bedauere das wirklich sehr. In der Geschichte für Raldens gab es eine Zeit, in der viele Wehrwesen durch das Land gezogen sind. Geister ergriffen Besitz von Tieren und verwandelten sie in grässliche Ungeheuer. Die Menschen führten Krieg gegen diese Kreaturen und vernichteten sie. Ihre Geschichten über diese Zeit sind zweifellos immer ungenauer geworden.
Flemeth hat mir davon erzählt. Ganze Rudel besessener Wölfe, ähnlich den Abscheulichkeiten, sind durch das Land gezogen. Es ist lange vorüber, aber es war schrecklich. Nicht alle Wehrwesen sind aus diesem Land verschwunden. Und diejenigen, die den Brasilienwald heimsuchen, sind der Beweis dafür. Die Infektion ist ein Fluch, der sich in ihrem Blut ausbreitet. Er führt zu großen Qualen und letztlich zum Tod oder zur Verwandlung in etwas Grauenhaftes. Das Einzige, was ihnen helfen könnte, müsste von der Quelle des Fluches selbst stammen. Und es wäre keine leichte Aufgabe, es zu erhalten. Ich würde niemanden um so etwas bitten. Ihr habt gefragt, nicht wahr? Im Brasilienwald lebt ein großer Wolf. Wir nennen ihn Schattenreiser. Er ist der Ursprung des Fluchs. Und durch sein Blut wurde er übertragen. Wenn er getötet würde und ich sein Herz bekäme, könnte ich den Fluch vielleicht vernichten. Aber diese Aufgabe hat sich als zu gefährlich für uns herausgestellt. Ich kann es mal versuchen. Wenn ich sterbe, lade ich halt einfach neu. Ich habe eine weitere Jäger in den Wald geschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich kann nicht noch mehr Clan-Angehörige riskieren. Wir würden euch natürlich gegen die Verderbnis beistehen. Und auch unsere Dankbarkeit wäre euch sicher. Wir würden jeden in Erinnerung behalten, der sich für uns in eine solche Gefahr begibt. Das haben nur wenige getan, die nicht aus unserem Clan stammen. Ich muss euch warnen. Im Brasilienwald lauern noch mehr Wölfe. Ihr müsst wissen, dass er eine lange Geschichte voller Gräuel und Morde hat. Wo es so viel Tod gibt, wird der Schleier dünn, der das Geisterreich von unserer Welt trennt. Dann können die Geister sowohl von toten Dingen als auch von lebenden Wesen Besitz ergreifen. Aber wenn ihr uns doch helfen könnt, dann wünsche ich euch viel Glück. Dann sucht Meister Verathorn auf. Ich werde ihn anweisen, etwas Ausrüstung für euch beiseite zu legen, die auch die Jäger verwenden. Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. Bitte lasst das sein. Wenn ihr Ausrüstung benötigt, kann euch Meister Verathorn bestimmt helfen. Bitte lügt mich nicht an. Ich finde das äußerst unerfreulich. Andara Natishan, grauer Wächter. Mein Name ist Lanaya. Ich bin Zethrians Priorin, was ihr vielleicht als Schülerin bezeichnen würdet. Ich habe mein gesamtes Leben lang vom Hüter gelernt. Ich bin ein bisschen neugierig über die Welt dort draußen. Gestattet ihr mir, euch eine oder zwei Fragen zu stellen? Ich habe gehört, die Städte der Menschen seien enorm groß. Tausende und Abertausende von Seelen, die in ihren Häusern zusammengepfercht sind. Ist das wahr?
schrecklich laut sein, wenn alle sich gleichzeitig unterhalten. Ich versuche mir vorzustellen, wie unser Volk an einem solchen Ort lebt. Umgeben von Mauern aus Stein und Gleichgültigkeit. Es ist keine schöne Vorstellung. Es wäre bestimmt lohnenswert, das selbst zu sehen, aber ich glaube nicht, dass ich den Clan verlassen könnte. Vielleicht bin ich einfach zu feige. Ich danke euch für das freundliche Angebot, aber mein Platz ist hier. Eines Tages wird unser Hüter von uns gehen. Dann muss ich bereit sein, unseren Clan zu führen. Ich habe noch eine Frage, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr sie beantworten könnt. Die Menschen, bedauern sie jemals, was sie uns angetan haben? Ich weiß ja gar nicht, was haben sie euch angetan? Unternehmen sie nichts, auch wenn einige es bedauern. Vor dem Fall der Dales hat einst ein Dichter über sie geschrieben, sie fliegen wie Drachen, so ruhmreich und stark. Sie wüten wie Drachen, so grausam und hart. Aber ihr seid bestimmt nicht hier, um euch von mir Gedichte rezitieren zu lassen. Verzeiht mir, vielleicht habt ihr ja selbst auch einige Fragen. Nichts, was ihr ihn nicht selbst fragen könntet. Er ist der Hüter des Clans, und zwar schon seit langer Zeit. Außerdem ist er ein außergewöhnlich guter Mann, der viel verloren hat. Die Dalish bedeuten ihm alles, und er würde alles tun, um sie zu beschützen. Ein Hüter ist in erster Linie der Anführer des Clans. Er entscheidet, wohin wir gehen und wann es Zeit ist, aufzubrechen. Er ist außerdem dafür verantwortlich, das alte Wissen des Clans zu bewahren und es an die Mitglieder des Clans weiterzugeben. Ohne einen Hüter wäre dieses Wissen für immer verloren. Deshalb beschützt der Clan ihn mehr als jeden anderen. Sie haben allen Grund dazu. Seit der Zeit von Arlethan war mein Volk entweder versklavt oder heimatlos. Wer auch immer es sucht, müsste uns beweisen, dass er nicht wie die Fremden ist, die wir gewohnt sind. Eure Bemühungen, unserem Clan zu helfen, sind mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Bitte. Wie ihr wünscht, Dara Shiral. Tust du da? Das Holz hat sich komplett verzogen. Hast du es im Regen liegen lassen? Nein, Meister Verathorn. Ich glaube, ich habe es zu stark erhitzt. Ach ja, soweit ich weiß, waren die Umstände seines Todes ziemlich tragisch. Es ist unerfreulich, von solchen Dingen zu sprechen. Meine Taten beschämen mich, Meister Verathorn. Das sollten sie auch. Wenn das so weitergeht, werden wir die Kunst noch ganz vergessen. Wirf dein totes Holz weg und fang von vorne an. Ich unterhalte mich mit unserem Gast. Nun gut, bitte vergebt mir, dass ich abgelenkt war, Fremder. Kann ich etwas für euch tun? Ja, der Hüter hat angekündigt, dass ihr mich danach fragen könntet. Ich habe schon mal einiges zusammengestellt, was auch unsere Jäger verwenden. Beim Arrowville ist eine große Truhe, in der ich alles verstaut habe, was wir erübrigen können. Seht sie einfach durch und nehmt euch, was ihr benötigt. Ich bin zwar kein Händler,
Aber ihr könnt gerne einen Blick auf meine Waren werfen. Vielleicht benötigt ihr ja etwas davon. Was haben wir denn alles? Oh, Wunschumschläge ist immer gut. Einer kostet fast. Der ist ein bisschen teuer, oder? Wir mochten hier die Fallen. Oh, guck mal, der hat Elfenwurzeln en masse. Günstig. Damit kann ich mein Zeug das selber machen. Das ist auch nicht schlecht. Damit ist er doch auch bei 9,5. Den sollte ich mal ausrüsten.
Geht mir sowieso, die Armbrust ist. Schau mal, ob du 6,5 plus. Nimm doch lieber den. Und Pfeile. Und die Armbrust ist irgendwie nichts. Es dauert auch so lang, die zu laden. Weg damit. Mal 500. Jetzt kannst du schwache Wundumschläge machen oder starke, da brauchst du halt noch. Und Verletzungsausrüstung, da brauchst du halt noch Tiefenpilz. Schwache reicht meistens. Und dann mach mal. Jetzt habe ich doch erstmal reichlich, oder?